قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Diese Verse der vierten Sure über die Kreuzigung Jesu zeugen, wie der gesamte Koran, davon, wie Mohammed seine Offenbarungen zu seinen Lebzeiten verkündet haben könnte. Dennoch erweckt die muslimische Tradition seit der Niederschrift des Koran den Anschein, als wäre der Prophet des Islam ungebildet und weder des Lesens noch des Schreibens mächtig gewesen. Quand le Coran traite le prophète. Wenn der Koran den Propheten als Ummi beschreibt, ein Wort, das heute analphabetisch oder unwissend bedeutet, ist das eine Fehlinterpretation. Ummi bedeutet in Unkenntnis der Gesetze und der Existenz Gottes, aber nicht analphabetisch im eigentlichen Sinne. Es entspricht exakt dem Begriff heidnisch. Mohammed war der Prophet der Heiden, ähnlich wie Paulus der Apostel der Heiden war. Menschen, die von der wahren monotheistischen Religion nichts wissen. Wenn der Prophet als Ummi bezeichnet wird, bedeutet das also nichts anderes, als dass er der Prophet der Heiden ist, dessen Volk nichts von den Gesetzen oder der Existenz Gottes und seiner Einzigartigkeit weiß. Er ist gekommen, um sie dies zu lehren. Die These von seinem Analphabetismus ist also nicht haltbar. Um die Vorstellung vom Koran als wortwörtliche Offenbarung Gottes zu untermauern, wurde jedoch erklärt, der Prophet sei Analphabet gewesen. Und er hätte als solcher weder schreiben noch Gedanken entwickeln können. Er gilt lediglich als eine Art Behältnis für die göttliche Offenbarung. Étant analphabète, il ne pouvait rien écrire, ni rien penser. C'est un pur réceptacle de la révélation divine. C'est un personnage. Er hat die Offenbarung empfangen, weiter nichts. Gott hat ihn auserwählt. Punkt. Er ist weder ein Gelehrter noch ein gebildeter Mann, ja nicht einmal ein Weiser. Die Behauptung, Mohammed sei Analphabet gewesen, wurde erst später aufgestellt. Damit sollte die Einzigartigkeit und Besonderheit des Koran gezeigt werden, weil er von einem Mann offenbart wurde, der weder lesen noch schreiben konnte. Aber das ist nicht ganz richtig, wie sich an den Streitgesprächen mit den Juden und Christen erkennen lässt. Beispielsweise heißt es in einem Vers: So bringt doch die Tora herbei und tragt sie vor, wenn ihr die Wahrheit sprecht. Das beweist, dass er sehr wohl lesen und schreiben konnte. Ich bin praktisch sicher, nicht ganz, aber beinahe, dass er lesen und schreiben konnte und kein Analphabet war. Er war ein Mann von großer Bildung, denn er gehörte der kultivierten mekkanischen Handelsaristokratie an. Or, il appartenait à cette aristocratie marchande mekkoise. Et donc. Ich weiß nicht, ob er fremde Sprachen beherrschte, aber er wusste viel über die Kultur seiner Zeit. Da bin ich absolut sicher. So wie die Auferstehung Jesu im Zentrum des christlichen Glaubens steht, bildet die Offenbarung des Koran an Mohammed den Kern des muslimischen Glaubens. Doch dieser Text ist lange Zeit nur mündlich überliefert worden. Die Gefährten des Propheten prägten ihn sich ein, bevor er später niedergeschrieben und weitergegeben wurde.
Doch wehe denen, die das Buch mit eigenen Händen niederschreiben und dann sagen, das kommt von Gott. Et qui disent que cela vient de Dieu. Pour moi, c'est un passage absolument fondamental. Das ist für mich eine absolut fundamentale Passage. Warum? Ça veut dire que si Weil das bedeutet, wer es wagt, sich nicht mit einer getreuen mündlichen Überlieferung zufrieden zu geben, denn genau das bedeutet das arabische Wort Koran, wer sich also nicht darauf beschränkt, den offenbarten Text getreu zu überliefern und sich einzuprägen, sondern es wagt, diese Kitab, diese himmlische Schrift aufzuschreiben, ist für seine Verfälschung verantwortlich. Das wurde übrigens damals auch den Juden vorgeworfen. Sie wagten es, mit ihren eigenen Händen zu schreiben und haben den Text laut dem Koran auf diese Weise entstellt, den Wortlaut verändert und Verrat am Werk des Koran begangen. Donc ils ont trahi l'œuvre de Koran. Wir haben es hier also mit einer Gesellschaft zu tun, in der nur kurze Texte aufgeschrieben werden, während ein solcher Text aus dem Gedächtnis überliefert wird. Es gibt keinen anthropologischen Grund, so etwas über die Juden zu sagen und gleichzeitig selbst zu schreiben. Ich denke, es ist schwierig. Obwohl die Kultur der damaligen arabischen Welt, wie bei vielen schriftlosen Völkern, damit meine ich nicht, dass sie keine Schrift hatten, aber es wurde wenig geschrieben, auf mündlicher Überlieferung gründete, sind die ersten Suren des Koran derart präzise und exakt und die Worte so wohl gewählt, dass eine mündliche Überlieferung nur schwer vorstellbar ist. De penser que ça a été gardé par la mémoire, peut-être sans doute la mémoire du prophète. Der Prophet selbst mag den Text im Gedächtnis gehabt haben, aber er wurde wahrscheinlich aufgeschrieben. Schließlich war die Schrift unter den mekkanischen Händlern sehr verbreitet. L'écriture était répandue. Dans un premier temps, les révélations. Für die anfänglich noch recht kurzen Offenbarungen genügten sicherlich behelfsmäßige, zufällig verfügbare Materialien. Sie wurden beispielsweise auf Schulterblättern von Kamelen notiert. Die muslimische Tradition berichtet, dass für die Niederschrift des Koran eine breite Palette von Materialien zusammengetragen wurde. Darunter Lederstücke, flache Steine, Schulterblätter von Kamelen und Blattstiele von Palmwedeln. Interessanterweise stimmt dieses Detail mit entsprechenden Funden aus dem Jemen überein. Das alles waren damals ganz gewöhnliche Schreibutensilien, aus denen sich jedoch kaum ein Buch binden ließ. Der Koran ist nur schwer als eine Reihe von Kamelschulterblättern an einer Schnur vorstellbar. Und dann gab es ja auch noch die Tora und die Evangelien. Das sind kulturelle Vorbilder, die einen Anreiz für Neuerungen bieten. Invite à faire quelque chose de plus performant. Donc, c'est un texte qui, encore une fois, Aber der Sprung von der mündlichen Überlieferung zur Niederschrift fand sicherlich unter schwierigen Bedingungen statt. Dans des conditions qui sont sans doute difficiles dans la mesure où da es die Kalam-Gelehrten wohl nicht gewohnt waren, sehr umfangreiche Texte aufzuschreiben. Ils avaient véritablement l'habitude de noter des textes très importants. Zu Mohammeds Lebzeiten hatte niemand in seinem Umfeld das Bedürfnis, Suren aufzuschreiben und in einem Buch zu vereinen. Es mag Schreiber gegeben haben, die ab und zu Textfragmente notierten. Nach dem Tod des Propheten versuchte der erste Kalif Abu Bakr, all diese Texte zusammenzutragen, doch dies gelang nicht. Erst später
ließ der Kalif Uthman den Koran aufzeichnen, mit Unterstützung der Gefährten des Propheten, die sich seine Worte eingeprägt oder teilweise niedergeschrieben hatten. Wie verlief dieser Übergang von der mündlichen zur schriftlichen Überlieferung? Das ist eine entscheidende Phase. Die Niederschrift des Koran war ein intellektueller und materieller Quantensprung. Natürlich erreichte der Islam damals eine Region, in der es bereits seit einiger Zeit Bücher gegeben hatte, sodass die Muslime auf frühere Erfahrungen zurückgreifen konnten. Die Quellen berichten sogar davon, dass christliche Kopisten den Koran für muslimische Auftraggeber abschrieben. Es handelt sich also um einen Technologietransfer, der gut dokumentiert ist und mit Sicherheit stattgefunden hat. Gemäß den literarischen islamischen Quellen wurde der Koran zunächst von den Gefährten des Propheten auswendig gelernt. By the people who believed in its text the first time. Nach Mohammeds Tod erreichten die Araber Syrien, Arabien, Ägypten und den Irak. Dadurch wurde der Text des Koran immer unbeständiger. Denn da die Erinnerungen der Gläubigen nicht übereinstimmten, entstanden Varianten. Das ist die traditionelle Version der Geschichte. Später versammelte insbesondere der Kalif Uthman die Gefährten des Propheten, die sich den Koran eingeprägt hatten. So entstand die Niederschrift einer kanonischen Fassung. Diese Geschichte kann jedoch nicht ganz stimmen, da einige Teile des Koran darauf hindeuten, dass die Niederschrift und das Memorieren des Textes teilweise zur selben Zeit erfolgten. Es besteht also eine enge Beziehung zwischen mündlicher und schriftlicher Überlieferung. So there's a relationship between orality and textuality. Nach dem Tod des Propheten führt der Übergang von der mündlichen Überlieferung zur Niederschrift der Suren zu zahlreichen Varianten, Abwandlungen, Zusätzen und Streichungen. Dies zeugt von einem historischen Kontext, in dem die Niederschrift des Koran zu einer wichtigen politischen Angelegenheit wurde. Die Niederschrift des Korantextes vollzog sich während der schmerzlichen und konfliktträchtigen Entstehung eines Reiches. Aus dieser Zeit berichtet die muslimische Tradition viel Widersprüchliches und manchmal auch Überraschendes. Einige Quellen schildern beispielsweise, dass der Kalif Umar persönlich eine Passage aus dem Koran streichen wollte. Umar? Das wird ausdrücklich erwähnt, auch in einigen Quellen der muslimischen Tradition. Al-Tabari schreibt, der ursprüngliche Koran habe vieles enthalten, das im späteren Text nicht mehr auftauchte. Hier wird also deutlich, wie schmerzhaft dieser Übergang von der mündlichen Überlieferung zum geschriebenen Wort war. Der Wortlaut des Textes ist, und das kann man an den islamischen Quellen ganz gut sehen, in den ersten vier Jahrhunderten noch ganz stark in Bewegung, in einem semantischen Rahmen, der mehr oder weniger fest bleibt. Aber sicherlich wäre es irrig zu sagen, der Wortlaut, so wie er heute gelesen wird, lässt sich 100% auf die erste Hälfte des 7. Jahrhunderts zurückführen. Die materiellen Zeugnisse, die wir haben an Inschriften oder auch an Pergamenten, zeigen aber, dass ein gewisser Rahmen sehr, sehr früh, wenn man es mit den Büchern der Bibel vergleicht, also einige Jahrzehnte bereits nach dem Tod des Propheten, sind für uns große Teile des Korantextes nicht in 100%iger, vielleicht in 50-60%iger Eindeutigkeit doch irgendwie gegeben. Und die restlichen
20, 30% sind dann das Ergebnis eines langen historischen Prozesses. Wir wissen aus der muslimischen Tradition schon seit langem, dass insbesondere zwei Gefährten des Propheten Ibn Mas'ud und Ubay eigene Sammlungen des Koran erstellten, die nicht mit der des Propheten übereinstimmten. Im Ibn Mas'ud-Kodex sollen die Fatiha und die letzten beiden Suren gefehlt haben, die er nicht als Teil des Koran ansah. Der Ubay-Kodex enthält dagegen mehr Suren. Es gibt also nicht nur einen Koran, sondern mehrere Korane. Und die Entdeckung des Palimpsest von San'a zeigt uns, dass neben denen, von denen wir bereits durch die Tradition gehört haben, noch eine weitere Koranversion existierte, die zufällig und wie durch ein Wunder erhalten geblieben ist. Das beweist, dass die Geschichte viel komplexer ist, als uns berichtet wird. Das Palimpsest von San'a ist eine Handschrift, die in der Hauptmoschee in San'a gefunden wurde. Sie besteht aus rund 40 Blättern, die inzwischen relativ gut erforscht sind. In jüngster Zeit wurden in San'a in einer anderen Bibliothek weitere 40 Blätter entdeckt, die unser Wissen über diesen anderen Korantext hoffentlich ergänzen werden. Da dieser Text damals nicht mehr der vorherrschenden Tradition entsprach, wurden die Pergamente abgeschabt. Pergament ist fest genug, um die Schrift darauf abzukratzen. Da dieses Material ziemlich teuer war, wurde es anschließend für eine neue Koranfassung verwendet, die dem Uthmanischen Kodex entsprach. Wer die Handschrift allerdings genauer betrachtet, erkennt unter diesen Buchstaben immer noch die leicht verblasste braune Schrift des ursprünglichen Korantextes, die von unseren modernen Fassungen abweicht. Que celui que nous connaissons dans les éditions modernes. La version du Coran. Die Koranversion, die wir heute kennen, ist, wenn wir sehr optimistisch sind, um 650 zur Zeit des Kalifen Uthman entstanden. À l'époque d'Uthman, vers 650. Realistischer wäre allerdings die Regierungszeit von Abd al-Malik im letzten Jahrzehnt des 7. Jahrhunderts, vielleicht auch dazwischen. Genauer lässt sich das derzeit nicht sagen, da wir über kein Kontrollmaterial verfügen, das wir mit ausreichender Sicherheit datieren können. Einige Kollegen wollen bestimmte Handschriften von San'a auf die Zeit vor 650 datiert haben, aber ihre Argumente erscheinen mir alles andere als überzeugend. Wir können also lediglich sagen, dass der uns bekannte Text wahrscheinlich knapp ein Jahrhundert nach dem Tod des Propheten Gestalt annahm. Zur Zeit von Mohammeds Tod ist der Koran noch nicht niedergeschrieben. Da die Nachfolge des Propheten nicht geregelt ist, beginnt eine lange Zeit der Unruhen und Machtkämpfe. Vier der sechs ersten Nachfolger des Propheten werden ermordet. Mitten in dieser konfliktträchtigen Zeit entsteht eine offiziell gültige Version des Koran. In den ersten zwei bis drei Jahrhunderten des Islam erlebte die Gemeinschaft von Mohammeds Anhängern, die erst später Muslime genannt wurden, mehrere Jahrhunderte der Bürgerkriege. Und in dieser Zeit entstanden die heiligen Schriften des Islam, der Koran und die Hadithe. Nach dem Tod Mohammeds, der laut einigen wenigen Quellen vergiftet wurde, kam es zu gewaltsamen Konflikten um seine Nachfolge. Während der Regierungszeit des ersten Kalifen Abu Bakr wurden die sogenannten Ridda-Kriege geführt, denn nach dem Tod des Propheten wollten die Araber, wie häufig vor der Ausbreitung des Islam, zu ihren alten Religionen zurückkehren. Der erste Kalif wollte sie daran hindern, und dies führte zu äußerst blutigen Kriegen zwischen verschiedenen arabischen Stämmen.
Unter dem zweiten Kalifen Umar wurden im Rahmen der islamischen Expansion gewaltige Eroberungen gemacht. Er starb eines gewaltsamen Todes und auch der dritte Kalif wurde ermordet. Während dieses dritten Kalifats unter Uthman kam es zum sogenannten ersten großen Bürgerkrieg. Tatsächlich waren diese Konflikte jedoch bereits sehr alt. In der kurzen Regierungszeit des vierten Kalifen Ali gab es dann drei große Bürgerkriege und auch er starb eines gewaltsamen Todes. Nach Alis Tod beginnt die dynastische Herrscherfolge der Umayyaden, deren Kalifen ihre Feinde äußerst blutig niederschlugen. Zu diesen Feinden gehörten insbesondere die Anhänger Alis, die sogenannten Aliden, aus denen später die Schiiten wurden. Dieser Zyklus von Verfolgungen und bewaffneten Aufständen führte also zu immer neuen blutigen Konflikten. Das Kalifat der Umayyaden wurde durch die gewaltsame Revolution der Abbasiden beendet. Damit kommt die zweite Dynastie des Islam an die Macht und es beginnt eine neue Folge von Repressionen und bewaffneten Aufständen. Die Anfänge des Islam waren also praktisch 3,5 Jahrhunderte lang von Bürgerkriegen zwischen Verwandten geprägt, in denen sich Cousins, Brüder und Neffen bekämpften. C'est-à-dire que les premiers musulmans sont des cousins, des frères, des neveux, etc. Donc solche Gewalttätigkeiten gab es nicht nur im Islam. So etwas geschieht sehr häufig während der Entstehung einer neuen Religion. Dans le processus de la naissance et du développement d'une religion, mais ce qui est propre à l'islam, c'est charakteristisch für den Islam ist jedoch das Wesen dieser Konflikte. Es handelt sich um regelrechte Bruderkriege, die mehrere Jahrhunderte andauern. Wichtig ist auch, dass genau in dieser Zeit die heiligen Schriften des Islam entstanden, der Koran und die Hadithe. L'élaboration des écritures saintes de l'islam, c'est-à-dire le Coran et le Hadith. On ne peut pas, je pense, comprendre. Die Geschichte des Koran ist nur zu verstehen, wenn dabei berücksichtigt wird, dass er ein extrem politischer Text ist. Das gilt sowohl für seinen Inhalt als auch für die Art und Weise, wie er eine Verbindung zwischen Gott und seinen Geschöpfen herstellt. Politisch ist meiner Ansicht nach auch die Tatsache, dass die Entscheidung für die Zusammenstellung des Textes in den Händen der Umayyaden-Dynastie liegt. Mit anderen Worten, es müssen nicht nur die Debatten berücksichtigt werden, die um die Abgrenzung des Islam gegenüber dem Juden und dem Christentum geführt wurden, sondern auch die Kämpfe innerhalb der muslimischen Gemeinschaft und insbesondere die Konflikte zwischen den Anhängern Alis und ihren Gegnern. Und notamment les combats entre les partisans de Ali et les autres. Et on peut difficilement, je pense, der Koran ist nur schwer zu verstehen, wenn diese beiden Aspekte außer Acht gelassen werden. Die Abgrenzung gegenüber Außenstehenden und das Problem der Führung einer Gruppe, die sich jahrzehntelang bekämpft. Sei es nun während der ersten Fitna, die 661 endete, oder in der zweiten Fitna, die für die Geschichte des Koran sehr bedeutsam war, und in der Abd al-Malik im Hedschas über den Gegenkalifen Ibn Azubayr triumphierte. Du contre-kalif ou de l'anti-kalif hijazien Ibn Azubayr. Der Koran betont an mehreren Stellen, dass Mohammed der Erste war, der den Arabern die göttliche Offenbarung in ihrer eigenen Sprache verkündete. Die Frage, ob Mohammed als Autor dieses kunstvollen literarischen Werkes gelten kann, ist bis heute ein äußerst heikles Thema. Die Frage nach der Autorenschaft Mohammeds vermeide ich gerne, nicht nur, weil diese natürlich eine lange Geschichte hat in der Polemik zwischen Ost und West, sondern weil sie einfach kaum zu beantworten ist. Ich weiß nicht, wer den Koran aufgeschrieben hat. Ich weiß auch nicht, wer ihn geschrieben hat.
Tatsache ist, dass es wir nicht vergessen dürfen, dass der Text als solcher eine Situation im Auge hat, in der ein inspiriertes Individuum sich an eine Gemeinde äußert. Die Studien, die sehr zahlreich sind, über die psychologischen Voraussetzungen für die Inspiration sind sehr deutlich und zeigen, dass ein Individuum, das sich für inspiriert hält, anders funktioniert als jemand, der sich hinsetzt und ein Buch schreibt. Ich denke, keine einzige Seite des Korans wäre zu erklären mit der Vorstellung eines Menschen, der in seinem Kämmerchen ein Buch schreibt. Das ist absurd. Das ist ein Text, der sich an die Gemeinde richtet. Und das ist auch eben in der literarischen Konvention des Korans reflektiert. Es ist ein Mensch, der sagt, Gott diktiert mir und ich spreche. Und der eben sagt, er ist kein Poet, er ist kein Dichter, er ist keiner, der sich Lügen ausdenkt. Es ist Gott, der ihm das einflüstert. Die Frage natürlich, ob das Gott ist oder nicht, ist eine theologische, die wissenschaftlich nicht relevant ist. Was aber sehr relevant ist, ist, dass eben diese Idee der Inspiration in meiner Sicht nach sicher den Mohammed dazu gebracht hat, das zu sagen, was er gesagt hat. Meine Position ist nicht die traditionelle Position. Dennoch basiert sie aber auf einem Glaubensakt. Für mich ist der Koran das Wort Gottes, aber auch das Wort des Propheten. Ich kann nicht akzeptieren, dass Gott Arabisch spricht. Das ist ein Anthropomorphismus, der dadurch entstanden ist, dass die vormoderne Denkweise sich auf diese Position einlassen konnte. La mentalité prémoderne pouvait admettre cette position. Alors que pour moi, aber für mich ist der Ursprung der Offenbarung das Göttliche. Gott hat sich einem außergewöhnlichen Menschen offenbart. Aber Mohammed hat diese Offenbarung nicht wortwörtlich verkündet. Qui est Mohammed? Mais Mohammed n'a pas transmis textuellement. Er hat seine Kultur mit eingebracht. Il a pu intervenir avec sa culture, sein Wissen avec und den gesamten historischen Hintergrund seiner Lebensumstände. Avec tout le substrat historique du milieu dans lequel il a vécu. Mais il y avait quand même, dennoch ist im gesamten Koran ein konstanter Geist spürbar, der für den Gläubigen die Einheit des Textes ausmacht. Et qui fait l'unité du texte coranique pour le croyant. Er unterscheidet sich stark von den Texten der vorislamischen Dichter oder den theologischen und moralischen Abhandlungen. Es ist zu spüren, dass es sich um einen außergewöhnlichen Text handelt. Und dass den Zielen dieser Offenbarung der Geist Gottes innewohnt. Das sind Ziele wie spirituelle Erhebung, strenger Monotheismus und sittliche Rechtschaffenheit. Und wenn wir dies in die Reihe früherer Offenbarungen einordnen, zeigt sich, dass wir es nicht mit einer Ausnahme zu tun haben. Wer die großen Propheten der Bibel, wie etwa Jeremia, betrachtet, spürt den göttlichen Odem ihrer Prophezeiungen, die gleichzeitig ihren festen Platz in der Geschichte einnehmen.
Für mich steht der Text des Koran also in einem historischen Zusammenhang. Et pour moi, le texte coranique se situe dans l'histoire. In neuerer Zeit hat man in der westlichen Forschung diese Vorstellung, Mohammed sei der Autor, zumindest nicht mehr so eindeutig geäußert, sondern stattdessen immer vom Koran gesprochen. Der Koran sagt, heißt es dann. Nicht Mohammed sagt, sondern der Koran sagt. Das ist natürlich auch keine Lösung, nicht? Denn der Koran ist ja nicht eine Hypostase, jedenfalls für uns nicht eine Hypostase des Wortes, dessen, was er enthält, oder des Wortes Gottes, sondern er ist eine Niederschrift, eine historisch in der Zeit stehende Niederschrift eines historischen Prozesses, der noch früher ist. Nicht? Also wer ist der Autor? Meiner Meinung nach ist der Autor, ja, wenn man sowas sagen kann, für einen Prozess ist der Autor natürlich ein komplexer Autor. Der Verkünder ist ein Teil dieser Autorinstanz. Und die Gemeinde ist ein weiterer. Und wenn man dazu nimmt, dass der Koran ja für sich in Anspruch nimmt, ein prophetischer Text zu sein, ist auch noch der dritte Akteur, ja, dabei, nämlich Gott selbst. Also Gott selber ist ja manchmal Protagonist einer Erzählung. Gott tut etwas in einer bestimmten Situation. Er spricht auch in wörtlicher Rede zu bestimmten Personen und er spricht im Koran als den Koran als Ganzes. Das heißt, wir können nicht einfach säkularistisch jetzt vorgehen und sagen, da wir mit transzendenten Akteuren nichts mehr anfangen können, weil wir seit der Aufklärung so etwas nicht mehr ernst nehmen, müssen wir einfach diese göttliche Stimme daraus operieren. Wenn wir das tun, dann ist der Koran eigentlich belanglos. Ja? Also wenn der Koran wirklich nur das Produkt einer Gruppe ist, um den Verkünder, die sich um bestimmte theologische Sachen gestritten hat, dann wird es sehr schwierig zu erklären, warum diese Gruppe dann hinterher auch noch so eine weltgeschichtliche Bedeutung hat haben können. Ich glaube, man muss schon dazu nehmen, diese Aufgeladenheit des Ganzen, der ganzen Rede mit der Überzeugung seitens des Sprechers, dass er göttlich inspiriert ist. Wenn man diese Überzeugung in Zweifel zieht oder ganz ausblendet, dann kann man den Koran nicht verstehen. Wenn man sie in Zweifel stellt, kommt man auch noch in die Verlegenheit zu erklären, warum, wenn er gar nicht inspiriert zu sein glaubte, warum hat er diese Fiktion die ganze Zeit aufrechterhalten? Also da kommt man, glaube ich, von einer Frage in die andere. Ich denke, dass diese Vorstellung, inspiriert zu sein, also unter einem göttlichen Diktat, jetzt nicht wörtlichem, aber einem Diktat zu stehen, dass diese Vorstellung sehr wohl den Sprecher beherrscht hat. Und dass die Überzeugung, dass das der Fall ist, auch die anderen ganz entschieden geleitet hat. Das, also ich würde sagen, die Autorschaft verteilt sich zu verschiedenen Anteilen auf drei. Auf eine göttliche inspirierende Stimme, sagen wir mal, ja, eine Instanz, eine Kraft, die dabei eine ganz große Rolle spielt und an der auch alles festgemacht wird, und dann den Verkünder und seine Gemeinde. Wir können nicht sagen, dass der Prophet Mohammed der Autor des Koran ist. Allein die Frage nach dem Autor des Koran ist meiner Ansicht nach irrelevant. N'est pas une question, je crois, pertinente. Parce que c'est une question qui ne... Denn sie lässt die Geschichte des Textes außer Acht und fragt allein nach seinem Ursprung. Ist er menschlicher oder nicht menschlicher, beziehungsweise menschlicher oder göttlicher Herkunft? Ou bien humaine ou divine ou sacrée.
Wir haben aber nur eine einzige Möglichkeit, nämlich diesen Text in seinem geschichtlichen Zusammenhang zu betrachten. Und historisch gesehen gilt er als ein göttlicher Text. Welche sind die Argumente für seinen heiligen Charakter? Da gibt es natürlich viele. Der Koran gilt als das Wunder schlechthin des Propheten Mohammed. Wenn nun jemand eigensinnig ist und diese Frage trotzdem stellt, muss die Antwort lauten, dass eine einzige Person unmöglich der Autor eines Textes von so großer Bedeutung für die Geschichte der Menschheit sein kann. Der Koran ist keinesfalls als eine einfache Sammlung von Texten vorstellbar, die der Prophet Mohammed zusammengetragen hat, um daraus irgendwann ein einheitliches Werk zu schaffen. Ich denke, dass die Überlieferung des Koran, die seine Verkündung durch den Propheten mit einschließt, ein allmählicher Prozess war. Das ist übrigens nicht meine Idee, sondern das lehrt uns die Geschichte. Welche Faktoren waren an diesem Prozess beteiligt? Hier ist natürlich eine ganze Reihe von Faktoren zu nennen. Da sind etwa die Kopisten, die allerersten Zeugen und die Interpretationen. Es gibt Koranpassagen, die andere Koranpassagen interpretieren. Wenn wir diesen Prozess der Entstehung des Koran rekonstruieren möchten, müssen wir also viele Aspekte berücksichtigen. Aber ich denke nicht, dass sich über den Autor spekulieren lässt, denn das ist keine historische Frage. Als Muslim kann ich die Frage nach dem Autor ganz klar beantworten. Es ist Gott. Als Historiker, der ich ebenfalls bin, ist die Frage viel schwieriger. Denn wir haben es hier mit einem fragmentierten, äußerst komplexen Text zu tun. Effectivement, nous sommes face à un texte fragmenté. Ein Text, der ganz eindeutig aus vielen verschiedenen Quellen stammt. Das können etwa unterschiedliche Offenbarungen sein, die aneinandergereiht wurden. Ça peut être des révélations différentes, etc., qui ont été juxtaposées les unes après les autres. Et là, effectivement, Und dadurch ändert sich sein Status von Grund auf. Er verliert seine theologische Gewissheit und wird zu einem Text, an dem gearbeitet wurde. Ein sehr menschlicher Text, der in einem bislang schwer zu definierenden Kontext entstanden ist. Damit wird natürlich ein Dogma in Frage gestellt, und da ist große Vorsicht geboten. Le frein est important. Wir kennen ja die schwierige Lage. La situation. Die schwierige Lage in den arabischen Ländern. Schon allein die Frage nach der Authentizität oder auch nur nach dem Verfasser des Koran ist für viele ein Sakrileg. Bon, parler jusque-là, mais parler de composition du texte coranique est pour le coup pour beaucoup sacrilège. Donc on peut comprendre. Die Zurückhaltung ist also verständlich, weil diese Frage ein zentrales Element des islamischen Glaubens berührt. Un élément central, central de la foi islamique, c'est le kérigme. Es geht um das Kerygma. Dieser Text ist das Zentrum des islamischen Glaubens. Wer den Verfasser des Koran in Frage stellt, rührt an ein Thema, das starke Emotionen auslöst. Das erklärt die allgemeine Vorsicht. Klar.
Fragen nach der Offenbarung, der Transzendenz, der Beziehung zwischen Gott und dem Propheten und der Übermittlung der Offenbarung durch den Engel sind Fragen, die für die Gläubigen wichtig sind und die in diesem Zusammenhang durchaus zulässig sind. Doch diese Fragen interessieren weder den Historiker noch den Philologen. Mais ces questions ne concernent pas l'historien ou le philologue. Das Tragische ist, dass insbesondere im Islam eine zu große Kluft zwischen den gläubigen Muslimen und den Philologen besteht. Wir sollten versuchen, ich weiß zwar nicht wie, aber vielleicht gelingt das irgendwann, diese Kluft zu überbrücken. Unsere Wissenschaft beruht vor allem auf Hypothesen. Das Studium des Koran, seiner Geschichte und seines Inhalts ist eine noch junge Wissenschaft, die sich erst durch die sehr bedeutsamen und oft widersprüchlichen Debatten der letzten anderthalb Jahrhunderte entfaltet hat. Es ist daher wichtiger, die richtigen Fragen zu stellen, als Antworten zu geben. Und ich denke, das tun wir. Auch ein Wissenschaftler kann gläubig sein, aber das darf seine Vorgehensweise nicht beeinflussen. Die Koranwissenschaft beschäftigt sich weniger mit der Frage nach dem Autor, als vielmehr mit den Umständen, die dazu geführt haben könnten, dass Mohammed und seine Anhänger die Verkündung dieser Offenbarung für so wichtig hielten. Mohammed and his followers think that this is important to present and so on and so forth. Die Frage, wer genau der Autor war, ist schwer zu beantworten. Es könnte der Prophet Mohammed gewesen sein, aber es ist auch möglich, dass mehrere Personen beteiligt waren. Deswegen spreche ich persönlich lieber von einer Mohammed-Bewegung. Für mich ist der Koran das Produkt einer Bewegung. Das ist meiner Meinung nach völlig ausgeschlossen. Auch wenn in den letzten Jahren viele Forschungsprojekte versucht haben, das Gegenteil zu beweisen. Ich denke nicht, dass es mehrere Autoren gab, nur weil der Koran verschiedene Themen und Stile aufweist. Zunächst einmal hat sich diese Offenbarung über 20 Jahre lang hingezogen. Und genau wie sich jeder Mensch verändert, können sich auch seine Rede und sein Stil wandeln. Son discours, son style évolue. Zweitens wurde der Koran, bevor er zu einem offiziellen Korpus zusammengestellt wurde, von den Gefährten des Propheten auswendig gelernt. Und wenn es mehrere Autoren gegeben hätte, wäre das auf jeden Fall bekannt geworden. Es findet sich aber nicht der geringste Hinweis auf die Mitarbeit eines weiteren Autors an der Ausarbeitung des Textes. Der dritte Grund ist, dass mit Sicherheit nicht der Text als Ganzes, sondern viele Verse und kurze Suren niedergeschrieben wurden. Le texte dans son ensemble, mais beaucoup de versets, beaucoup de courtes sourates, beaucoup d'ensembles de versets étaient consignés par écrit. Aber das Hauptargument gegen diese Theorie von mehreren Autoren ist, dass dieser Text ganz offensichtlich mündlich überliefert wurde. C'est que ce texte est d'une facture orale manifeste.
Aus der Sicht des Historikers kommt es darauf an, die plausibelste Hypothese zu finden, die etwa die stilistische Entwicklung am besten erklärt. Beispielsweise ist das Arabisch in den kurzen Suren am Ende des Koran ein wenig anders. Es gibt sehr viel mehr Hapax Legomena, also Ausdrücke, die nur an einer einzigen Stelle des Korpus vorkommen. Und wie lassen sich die vielen Verbindungen im Text erklären? Insbesondere am Anfang des Koran gibt es sehr viele Passagen, in denen bereits existierende Texte in einer neuen Sure wiederverwendet werden. Solche Kompositionsmethoden sind sonst eher typisch für Schreiber und weniger für Texte, die aus mündlichen Debatten entstanden sind. Es gibt Suren, insbesondere die kürzesten, die ganz offensichtlich im Kontext eines Streitgesprächs oder einer mündlichen Predigt zu verstehen sind. In den längeren Suren finden sich dagegen eher Hinweise auf eine schriftliche Komposition und die Arbeit von Schreibern, was, selbst wenn der Prophet kein Analphabet war, darauf hindeutet, dass hier speziell ausgebildete Menschen am Werk waren. Mönche oder Geistliche, die sowohl mit den religiösen Texten als auch mit den Methoden der Komposition und Exegese sehr gut vertraut waren. Les questions, les textes religieux par rapport auxquels ils prennent position, mais également les méthodes, on va dire, de composition et d'exégèse. Le fait que si souvent die Tatsache, dass im Koran etwa in Sure 19 zwischen Maria und Mariam oder in der dritten Sure zwischen Adam und Jesus so häufig Typologien angewandt werden, ist eine typisch christliche Form der Exegese oder Darstellung, die voraussetzt, dass die Menschen mit solchen Auslegungsweisen vertraut waren. Était familiarisé avec ce type, de méthode. Donc, le plus plausible. Am plausibelsten erscheint mir daher, jedenfalls wenn wir uns an die historischen Daten halten, dass es sich um eine kollektive Arbeit auf der Basis von Überlieferungen des Propheten und liturgischer Texte der ersten Glaubensgemeinschaft handelt. Das bedeutet nicht, dass fortan alles aufgeschrieben wurde, im Gegenteil. Der Koran enthält mit Sicherheit auch sehr alte Texte. Wenn wir die theologische Sichtweise außer Acht lassen, mit der sich der Historiker nicht zu befassen braucht, und den Text wie jeden anderen Text des 7. Jahrhunderts betrachten, wird klar, dass wir es mit einem bunt gemischten Korpus zu tun haben, der Texte enthält, deren Herkunft und Alter wahrscheinlich unterschiedlicher sind, als uns die traditionelle Lesart Glauben machen will. Qu'on ne le croirait si on suit la version traditionnelle. Mais vous savez, ein frommer Muslim interessiert sich nicht für Geschichte. Ne s'intéresse pas à l'histoire. Wenn er im Koran liest, ist das für ihn ein heiliger Text, der von Gott kommt, mit seiner eigenen Tonalität, seinen eigenen Schwingungen und seinem wunderbaren Klang, der Herz und Geist anspricht. Die frommen Leute, also Millionen oder sogar Milliarden von Menschen, sind keine Historiker. Sie fühlen sich vom Geist und vom allgemeinen Stil des Koran angesprochen. Es gibt einen medinensischen und einen mekkanischen Stil. Aber der Leser des Koran sieht nur die rein religiöse Seite. Die Stratifikationen der Historiker interessieren ihn nicht. Das geht sogar mir selbst als Historiker so. Denn der Koran sendet starke Schwingungen aus, die uns den Lauf der Geschichte vergessen lassen. Le fil de l'historicité, ça nous intéresse pas. Wer die arabische Sprache versteht und liebt, wenn ich im Koran lese, muss ich mich zwingen, den Blickwinkel eines Historikers einzunehmen, weil mich der allgemeine Fluss der Verse mitreißt.
je suis saisi par le flux général des versets.